So, liebe Leute, guten Morgen aus meiner kleinen Pizzabude. Ich gehe jetzt mal rüber, weil meine Garage ist direkt hier in der Nähe. Bitte, die kleine Bude. Ja, Leute, wenn ihr beim Supercross in der Nähe seid, in Dortmund, dann kommt auf jeden Fall rum. Ich bin Freitag und Samstag am Start. Nur Sonntag bin ich selber beim Supercross, weil da wird auch was richtig Lustiges passieren. Ja gut, alles klar, wir laufen mal zur Garage rüber, weil es ist mit der Cover was passiert. Ich weiß nicht, was bei Cover los ist, aber ich finde es gefährlich, Leute. Ich finde es echt gefährlich. Ich brauche meine beiden Arme auf jeden Fall, jeden Tag in der Pizzabude. Und ich glaube, dass das schon ein mega Risikofaktor gewesen wäre mit der Gabel. Ich zeige es euch jetzt. So Leute, verkletschteste Typ auf der Welt. Jetzt kann ich wieder zurück in eine Pizzabude laufen, weil ich natürlich meinen Schlüssel wieder vergessen habe. Alles klar, bis gleich. So Leute, jetzt seid mal gespannt, was jetzt kommt. Das ist nämlich das neue Airride-Fahrwerk von Cover. Tada, Airride-Fahrwerk. Hey Leute, das kann doch nicht der Ernst sein. Da ist ja gar kein Sicherheitspuffer eingebaut. Überleg mal. Die sagen ja immer, die verliert ja... Hatte ich nicht mal so die Kamera. Die sagen ja immer, die Gabel verliert ja langsam Luft. Also das heißt, man merkt das. Jetzt guck mal, ich habe die in der Garage stehen gehabt und die ist komplett eingetaucht, die Luftgabel. Also kann ich mir vorstellen, dass wenn irgendwas im Rennen passiert und die unter einer mega krassen Belastung kommt, glaube ich, dass das Ding einfach einsackt. Und wenn du jetzt irgendwo in einem dritten Gang ein mega Step-Up oder irgendwas volles Rohr anfährst und das Ding fällt in sich zusammen, ist das lebensgefährlich. Und ich habe mich schon immer gefragt, alle haben gesagt, boah, die erste Variante der Luftgabel ist voll scheiße und so. Und ich habe gedacht, ja, wenn du da vernünftig mit umgehst, dann wird da schon nichts passieren. So Leute, was ich nämlich jetzt machen werde, ist, ich werde mir eine normale Cartridge-Gabel besorgen, wieder, so wie in meiner alten Cover, weil von 09 bis 11 hat es ja ein Closed Cartridge, das heißt, du hast ja schon Federn drin gehabt, die, auch wenn die Gabel suppt und kaputt geht, du hast ja immer noch ein geschlossenes System da drin mit einer eigenen Feder, wo das gar nicht passieren kann, also das heißt, eher funktioniert die Gabel nicht mehr vernünftig, aber die würde nie im Leben, guck mal, so reinfallen, ne? Deshalb, weil ich finde es nicht sehr sicher für einen Hobbyfahrer, der das nicht so oft wartet, weil du hast, also ich bin ja schon eine Wartungsschlampe und mir ist es einfach zu gefährlich, dass sowas passiert in einem Rennen. Weil im Rennen denkst du ja nicht drüber nach. Du merkst, ah, okay, es verändert sich ein bisschen das Fahrwerk, aber du denkst, boah, ich ziehe das jetzt noch durch, es sind noch zwei Runden, die fahre ich. Aber wenn du weißt, dass in zwei Runden sowas passieren kannst, dann würde ich auf jeden Fall rausfahren und dann ist das Rennen vorbei und du hast keine Punkte. Und du kannst das Rennen auch nicht zu Ende fahren damit, weil wie willst du damit fahren, Alter? Die denken ja, das Ding ist ja tiefer gelegt, ne? Fazit ist auf jeden Fall, die Luftgabel kommt jetzt raus und es kommt jetzt eine Cartridge rein und die wird dann wieder überarbeitet, auf mein Gewicht angepasst und so. Wir können ja mal gucken, ob ich das filmen darf, wenn das gemacht wird. Crossen ist jetzt, ich bin mega heiß. Also ich weiß, dass wir jetzt in den nächsten Wochenende noch nicht fahren können, aber ich bin mega heiß, weil ich muss unbedingt die Cover fahren. Erstmal müssen wir die Gabel in den Griff kriegen und dann will ich auf den Track. Ach, eins habe ich noch vergessen zu sagen, Leute. Ich will auf jeden Fall, dass ihr alles mitkriegt, was mit dieser Cover passiert. Ob ich, was ich da dran mache, alles. Und was wir auf jeden Fall noch brauchen, ist ein Name für das Ding. Weil man muss immer ein bisschen eine persönliche Bindung zu seinem Bike haben. Also wenn ihr eine Idee habt, schreibt das unten rein. Ich habe noch keine Idee. Ich glaube, es muss immer irgendwas passieren, dass man irgendwie einen Namen hat für das Ding, ne? Ja, alles klar. Ich mache mir jetzt erstmal einen Kaffee. Dann sehen wir uns im nächsten Video, Leute. Haut da rein. Bis später. We'll be right back.